herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute wollen wir uns mal einem fränkischen Traditionsbraten widmen, dem Schäuferle. Ich habe das Schäuferle hier schon da. Schäuferle ist ein Stück aus dem Schulterknochen und wenn es dann abgegessen ist, schaut dieser Knochen aus wie eine Schaufel, daher kommt der Name. Man bekommt es in Portionen geschnitten beim Metzger, wie man möchte. Oft bekommt man auch die Haut schon eingeritzt. Trotz allem, wenn einem diese Stücke zu groß sind, man kann die Schwarte auch selber einschneiden. Dazu legen wir unser Schäuferle erstmal in den Bräter und müssen es mit kochendem Wasser übergießen. Das Wasser habe ich schon vorbereitet im Wasserkocher. Das kochende Wasser erspart uns das Anbraten, denn durch das Übergießen mit dem kochenden Wasser schließen sich die Poren und dadurch tritt kein Fleischsaft mehr aus, sondern bleibt im Fleischstück innen drinnen. Jetzt würze ich es noch mit Salz und Pfeffer und wichtig ist, schon die Seiten gleich, wichtig ist, dass die Schwarte nach unten drinnen liegt. Wir geben das Schäuferle jetzt abgedeckt bei 220 Grad ungefähr 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Dann fängt die Schwarte an weich zu werden und wenn man es dann herausnimmt, dann kann man sie mit einem Messer ganz leicht einschneiden. Wer sich vielleicht schon mal probiert hat, die rohe Schwarte einzuschneiden, das ist sehr, sehr schwierig und ist gar nicht nötig, wenn man diese Methode anwendet. Ich decke es jetzt ab. Es fängt dann an vor sich hin zu dämpfen und gebe es mal in den Ofen. Und in der Zwischenzeit kann man dann das Gemüse vorbereiten. Zum Schäuferle habe ich traditionell immer dabei eine Zwiebel. Ich habe Karotten dabei. Und was bei mir immer nicht fehlen darf beim Schweinebraten, ist auch eine Knoblauchzehe, die wir dann drauf pressen. Bis unser Schäuferle also soweit ist, haben wir alle Zeit der Welt hier die Karotten und Zwiebel vorzubereiten. Ich schneide die in sehr kleine Würfel, damit das später auch in der Soße bleiben kann und ich die Soße nicht mehr abpassieren muss. Für die kleinen Würfel, mal so zur Demo, schneide ich mir die Karotte in der Mitte durch, schneide einen Deckel ab, damit sie gerade aufliegt, damit ich sie besser schneiden kann. Und mache hier dann Streifen und aus den Streifen mache ich dann Würfel, so ähnlich oder von der Größe her so groß wie die Zwiebelwürfel. So, jetzt wollen wir mal schauen, jetzt ist das Gemüse geschnitten, Zeit ist vorbei. Dann gucken wir mal, was unser Fleisch hier macht. Jetzt um, dass die Schwarte nach oben kommt. Und jetzt ist sie praktisch vorgegart. Und jetzt kann man hier mit dem Messer spielend leicht schneiden, dass wir hinterher schöne kleine knusprige Würfelchen haben. Also ich denke mal, sieht es auch auf die Entfernung, dass es sich wunderbar leicht schneiden lässt. Und das hat dann auch die Folge, wenn das hier ein bisschen mehr eingeschnitten ist, dass noch mehr Fett aus der Schwarte auch ausbraten kann. Ich denke, so sieht man es ganz schön, dass wir jetzt schöne kleine Würfelchen haben. Und noch das zweite. Darum plagen Sie sich nicht, dass Sie es im rohen Zustand versuchen einzuschneiden, sondern dämpfen Sie die Schwarte so vor und dann schneidet sie sich federleicht. Ich würze das Fleisch nochmal an den Seiten. Denn es ist ja klar, vorher, wenn es mit kochendem Wasser übergossen wird, geht Teil der Würze wieder weg. Jetzt geben wir hier das vorbereitete Gemüse mit rein. Und Sie sehen, ich habe schon wirklich sehr fein geschnitten, aber dann kann man es hinterher in der Soße belassen, ohne dass man noch mal was dran machen muss.
jetzt nicht fehlen darf, ist noch die Knoblauchzehe. Dann kommt der Deckel wieder drauf und wir geben unsere Schäufele für weitere 1,5 Stunden in den Ofen, wobei wir hin und wieder mal kontrollieren, ob noch genügend Flüssigkeit drinnen ist. Ansonsten kann man ein bisschen heißes Wasser nachgießen. Sind Sie vorsichtig, wenn Sie wie ich einen Glasbräter haben, nehmen Sie immer heißes Wasser zum Aufgießen, dass nicht der Schock zu groß ist fürs Glas und das Glas nicht springt. So, mittlerweile hat unser Schäufele genügend Zeit gehabt im Ofen. Dann gucken wir doch mal, wie es aussieht. Oh, schaut schon sehr lecker aus. Wichtig ist natürlich immer, dass die Kruste oben richtig knackig ist. Man kann das noch ein bisschen verstärken, indem man jetzt die Schäufele noch mal in den Ofen reingibt und kurz übergrillt. In der Zeit, wo wir unten, wo wir die Soße fertig machen. Es ist wichtig, dass das Fleisch immer nach dem Garen noch mal 5 bis 10 Minuten zur Ruhe kommt. Der ganze Fleischsaft ist in Wallung, der muss sich erst wieder beruhigen. Dann verliert man nicht so viel Saft beim Anschnitt. Ich packe jetzt das Fleisch hier unten ein und setze nur oben auf die Kruste nochmal den Grill drauf, dann kann es unten zur Ruhe kommen und nur die Kruste übergrillt oben. So, dann schalten wir hier mal den Grill ein. Und jetzt kommen wir zur Soße, die Königsdisziplin. Sie sehen, ich habe vorhin ja das Gemüse ganz fein geschnitten gehabt. Das gebe ich jetzt mal hier in den Topf. Den habe ich schon angeheizt. Ich sehe Sie nicht mehr, aber ich hoffe, Sie sehen mich noch. Ich gebe in die Schüssel ein bisschen warmes Wasser rein. Und löse den Rest vom Bratfond hier noch ab. Es geht ganz gut mit so einem Pinsel, dass man was hier an Geschmacksstoffen noch drinnen ist, die Röststoffe, dass man die noch ablöst. Manche nehmen dafür auch eine Bürste, die sie nur für solche Sachen hernehmen. Was ich immer noch sehr gerne in meine Soße mit Schweinefleisch reingebt, das sind getrocknete Pilze. Ich habe immer vom Sommer ein paar getrocknete Steinpilze, die, wenn man jetzt mit reingibt, geben sie einfach der Soße nochmal feines Aroma. Kommen sie hier mit rein, geben nochmal gutes Aroma dann. Ich kann ein bisschen runterdrehen, gebe ich das noch mit rein. Wenn das Ganze dann wieder anfängt zu kochen, ist es soweit, dass man es abbindet. Zum Abbinden von den Soßen ist es immer am besten, wenn man etwas Speisestärke nimmt. Bei der Speisestärke müssen Sie aufpassen, muss immer in kaltem Wasser angerührt werden, sonst verkleistert sie. Für die Menge Soße hier so einen guten Löffel. Sie müssen nicht alles reingeben, einfach mal ausprobieren, wie viel die Soße braucht, damit sie sämig wird. Ins Kochende einlaufen lassen. Ich nehme den Teigschaber dazu. Kriege ich auch aus dem Eckengut weg. Und bis das dann soweit ist, müsste auch unsere Schäufele schon gut riechen. Geben Sie nicht alles auf einmal rein, sondern probieren Sie erstmal, wie dick die Soße wird, und dazu muss sie unbedingt aufkochen. Wenn die Stärke aufkocht, neutralisiert sich der Geschmack. Sie verlieren sämtlichen Stärke- oder Mehlgeschmack in der Soße, ist einfach nur noch ein neutrales Bindemittel. Aber dazu muss sie wirklich aufkochen, erst dann hat sie auch die volle Bindefähigkeit und gleistert vollkommen aus. Eine schöne sämige Soße, werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich das Schäufele anrichte. Ob das so okay ist für Sie. So,
So, jetzt holen wir unser Schäufele aus dem Ofen. Und Sie sehen durch den kurzen Moment des Überdrillens hat sich die Kruste noch mal gut gebildet. Mal hören. Man hört also wirklich, dass es sehr knusprig ist. Ja, ich hole es mal raus. In einem guten fränkischen Haushalt ist für eine Person ein Schäufele. Aber wir wollen es mal nicht übertreiben heute. Kommt auch immer darauf an, wie groß es geschnitten ist. Ah, das ist butterweich. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was dem ganzen Gericht seinen Namen gibt. Das Stück aus dem Schulterknochen, das dann aussieht wie eine Schaufel. Darum haben wir das Schäufele. Ich gebe hier noch ein bisschen drauf vom Fleisch. Einen guten fränkischen Kloß dazu und einen schönen Schöpfer unserer Soße. Und Sie sehen, dadurch, dass wir uns vorher die Mühe gemacht haben, das Gemüse schön klein zu schneiden, haben wir jetzt hier eine tolle Soße, die fast keine Arbeit mehr gemacht hat bei der Fertigstellung. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Nachkochen, einen guten Appetit und wie immer finden Sie das Rezept auf meiner Homepage. Wow!